Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du den R4i Safe Dongle von r4i-sthc.com installierst bzw. updatest. Und zwar musst du dafür hier erstmal auf der Website herunterscrollen und dann hier einmal die unter Firmware Uploader die Firmware Uploader.rar herunterladen und dann unter Safe Dongle Firmware Download die V1.3. Zumindest die letzte Version, bei mir ist das die V1.3. Dann kannst du beide Archive öffnen und die in den Archiven enthaltenen Daten auf den Desktop entpacken. Jetzt kannst du auch schon die Excel starten und ausführen. Wenn die jetzt nicht gestartet wird, dann musst du hier noch die Driver herunterladen. Was eigentlich gar keine Driver sind, aber das .NET Framework. Dann wird hier angezeigt, dass du auf dem Safe Dongle den Knopf drücken musst. Da ist nämlich ein kleiner schwarzer Knopf zum Updaten da. Den musst du für ein paar Sekunden drücken. Das mache ich gerade. Und schon zeigt er an, dass dass der Safe Dongle im Update-Modus erkannt wurde. Gegebenenfalls müssen jetzt auch noch ein paar Treiber installiert werden. Dann kannst du auf Open Bin File klicken und die heruntergeladene Bin-Datei auswählen. Jetzt kannst du hier gegebenenfalls nochmal eine Firmware auswählen und dann auf Program klicken. Jetzt wird auch schon die neue Firmware auf den Safe Dongle übertragen und das ist jetzt abgeschlossen. Gegebenenfalls wird bei diesem Prozess auch nochmal einmal eine neue Firmware installiert, beziehungsweise ein neuer Treiber. Und wenn hier unten and then release it to enter program mode again steht, dann kannst du dir sicher sein, dass das Ganze erfolgreich installiert wurde. Beziehungsweise wenn hier program success steht. Und dann kannst du das Programm auch schon schließen. Und wie man jetzt Speicherstände dumpt und so weiter, zeige ich dir im nächsten Video.